Abend und willkommen zu diesem einführenden Vortrag der Ringvorlesung Ende und Anfang. Ich möchte mich ganz herzlich bei den zwei Veranstalterinnen der Vorlesungsreihe bedanken und auch für den Hinweis auf das Studienprogramm Osteuropa. Also ich kann nur hinzufügen, man engagiert sich gerne, wenn man solche Resultate erlebt. Deswegen also seien Sie alle besonders bedankt, dass Sie heute Abend hier sind. In diesem einführenden Vortrag kommt mir die Aufgabe zu, über den Anfang von Ende zu reden. Also wir haben bisher von Ende und Anfang und von Anfang und Ende gesprochen. Also wir werden jetzt über den Anfang von Ende sprechen. Wessen Endes ist hier die Rede? Natürlich, es geht um das Ende Europas. Europas als Zentrum der Zivilisation, Europa als Weltmacht in der Zusammenstellung der verschiedenen europäischen Großmächte. Das geht mit dem Ersten Weltkrieg zu Ende und das Ende des Krieges markiert den Aufstieg der Vereinigten Staaten zur neuen Weltmacht. So, die Juli-Krise ist die diplomatische Krise, die durch das Attentat auf den österreichischen Thronfolger und seine Frau in Sarajevo am 28. Juni 1914 Anfang August in den Ersten Weltkrieg mündete. Diese Krise wird als eines der komplexesten Themen der allgemeinen Geschichte betrachtet. Und ich möchte jetzt einleitend auf einige Gründe, die diese Komplexität ausmachen, eingehen. Erstens, seit dem Ende des Ersten Weltkriegs ist die Juli-Krise ganz eng mit dem Problem der Kriegsschuldfrage verbunden. Das heißt, mit der Beschuldigung Deutschlands und Österreichs, allein verantwortlich für den Ausbruch des ungeheuerlichen Konflikts und des ungeheuerlichen Blutbads zu sein. Wie bekannt wurde diese Schuldzuweisung auch im Paragraph 231 des Versailler Friedensvertrags festgehalten, der lautet, ich zitiere, die alliierten und assoziierten Regierungen erklären, und Deutschland erkennt an, dass Deutschland und seine Verbündeten als Urheber für alle Verluste und Schäden verantwortlich sind, die die alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Staatsangehörigen infolge des ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezwungenen Krieges erlitten haben. Zitatsende. Also das ist eine der ersten Formulierungen und die erste kodifizierte Formulierung der Kriegsschuldfrage. Zweiter Punkt für die Komplexität des Themas. Aus der Empörung für die als ungerecht empfundene Anschuldigung entstanden in der Weimarer Republik umfangreiche Editionsprojekte mit dem Ziel, durch die Kraft der Quellenbelege die abscheuliche Klage von sich abzuschütteln. Diese Quelleneditionen, zu denen der Berner Historiker Sascha Zahler ein Standardwerk verfasst hat, trugen sicherlich zur Verwissenschaftlichung der amtlichen Quelleneditionen insgesamt bei. Dennoch führte die Zielrichtung dieser Editionsprojekte dazu, dass unvermeidlich die diplomatischen Handlungen Deutschlands während der Krise im Vordergrund standen. Dritter Punkt. Die Kriegsschuldfrage erfuhr eine Wiederbelebung infolge der sogenannten Fischer-Kontroverse. Der Hamburger Historiker Fritz Fischer hatte schon in der zweiten Hälfte der 50er Jahre Zugang zu den sich
in der DDR befindlichen Archiven erhalten. Um die Kriegsschuldfrage anhand der Bestände der Reichskanzlei, der verschiedenen Ministerien des Zweiten Kaiserreichs und des Geheimen Preußischen Staatsarchivs neu zu recherchieren. Dabei stieß Fischer auf ein sensationelles Dokument. Das sogenannte September-Programm, zusammengetragen vom Kanzler Bethmann-Hollweg im September 1914, als es schien, dass Deutschland die Marne-Schlacht und damit den Krieg in absehbarer Zeit gewinnen könnte. In diesem Programm wurden sehr weitreichende Eroberungsziele in West- und Osteuropa anvisiert, die faktisch dazu geführt hätten, aus den meisten Nachbarstaaten Vasallen Deutschlands zu machen. Dies hätte in unterschiedlicher Abstufung das Schicksal Belgiens, Hollands, Polens, Frankreichs und sogar des verbündeten Österreichs sein sollen. Auch im Verlauf des Krieges hielt Deutschland an exorbitanten Kriegszielen fest, so dass ein Kompromissfrieden, der 1916 und 1917 durchaus möglich gewesen wäre, in die weite Ferne rückte. Dennoch sagte das September-Programm wenig zur Verantwortung Deutschlands in der Juli-Krise. Also irgendwie hat dieses September-Programm mit seinen maßlosen Zielen auch auf die Juli-Krise abgefärbt. Das einleitende Kapitel Fischers Griff nach der Weltmacht, das ist 1961 erschienen, basiert auf einem dünnen Aufgebot von selbst damals längst bekannten Quellen, die Fischer so selektiv auslegt und zuspitzt, dass es ihm gelingt, die Alleinschuld Deutschlands für den Ausbruch des Krieges zu vertreten. In seiner Darstellung erscheint Österreich-Ungarn als kränkelnde Macht, die nur deswegen einen dezidierten Kurs gegen Serbien, Stichwort Ultimatum, einschlägt, um die Gunst des mächtigen Verbündeten nicht zu verlieren. Andere Mächte, wie zum Beispiel Frankreich oder Russland, treten hier kaum in Erscheinung. Aus Zeitgründen werde ich darauf verzichten, die zum Teil episch anmutenden Kämpfe zwischen Fischer mitsamt seinen Schülern auf der einen Seite und der Mehrheit der deutschen Historikerzunft auf der anderen wiederzugeben. Also Fischer selber hatte mal so diese Auseinandersetzungen rekonstruiert, also das Panel an dem legendären Historikertag 1964, und er benutzte dabei fast eine kriegerische Sprache. Also ich war von meinen Assistenten sekundiert, mir gegenüber standen Egmont Zechlin und Gerhard Ritter, also das war fast ein Duell. Wichtig ist hier nur festzuhalten, dass die Zunft im Kampf gegen Fischer unterlag. Die Folge davon war einerseits sicher die Öffnung der deutschen Geschichtswissenschaft für modernere Ansätze und Fragestellungen, aber andererseits auch die Etablierung eines Masternarrativs zur Schuld Deutschlands am Ausbruch des Ersten Weltkrieges, die einer Erweiterung des Blicks eher hinderlich war. Also es hatte sich eine kanonische Interpretation zur Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs, die sehr nachhaltig und autoritativ war. Freilich trugen weitere Forschungen zu einer partiellen Revision von Fischers Thesen bei. Nicht alle Historiker vertraten im Nachhinein die These, dass der Krieg von der deutschen militärischen und politischen Elite von langer Hand schon im Jahr 1912
Stichwort Kriegsrat, geplant und dann 1914 einfach in die Wege geleitet wurde. Auch wurde manchmal Skepsis gegenüber der These geäußert, dass die Kriegsziele Bethmann-Hollwegs dieselben waren, die Hitler später im Zweiten Weltkrieg verfolgte. An einem Aspekt des Narrativs ließ sich allerdings nicht rütteln, und zwar an der Hauptschuld Deutschlands am Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Im Vorfeld und im Laufe des 100. Jahrestages des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs hat sich die historische Forschung unter anderem auch der Juli-Krise neu angenommen. Selbst zu diesem Teilaspekt der Geschichte des Ersten Weltkriegs ist inzwischen der Büchermarkt unüberschaubar. Es lassen sich allerdings zwei neue Tendenzen festmachen. Erstens, das hauptsächlich von Christopher Clark formulierte Plädoyer, von der Schuldfrage wegzukommen, da es sich um eine tiefst unhistorische Kategorie handelt, um sich lieber auf das Wie des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs zu konzentrieren. Und B, eine Erweiterung des Blicks über Deutschland hinaus mit einer endlich ebenbürtigen Behandlung der Politik Österreichs, Serbiens, Russlands und Frankreichs. Dieser Ansatz wurde ebenfalls von Clark sowie von Historikern wie Sheehan McKean und Stefan Schmidt verfolgt. Ich möchte jetzt noch hinzufügen, ich habe eine Auswahlbibliografie zusammengestellt und Sie werden sie im Speicherraum dieser Veranstaltung finden. Dennoch tut sich die deutsche Historiografie anscheinend schwer, von der Kriegsschuldfrage und von dem fast ausschließlichen Blick auf Deutschland wegzukommen. In den unzähligen Podiumsdiskussionen, Talkshows und Konferenzen, in denen Clarks Bestseller »Die Schlafwandler« debattiert wurde, konzentrierte sich die Diskussion unvermeidlich auf die Hauptverantwortung Deutschlands für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Und nun diesen Punkt zur Komplexität der Juli-Krise als Gegenstand der historischen Forschung abzuschließen, möchte ich noch die erdrückende Fülle an Quellendokumentation erwähnen, die den Forschern zur Verfügung steht und die unterschiedliche Auslegungen der Krise zulässt. Also die Fülle an Quellen, an Dokumenten, die wir zu diesem Thema zur Verfügung haben, wird auch für die Zukunft nicht erlauben, dass ich eine einzige Interpretation dieser Krise etabliert. Also diese Fülle an Quellen ist so erdrückend. Jeder Tag der Krise wird durch mehreren hunderten Dokumenten dokumentiert und also dieser Verlauf der Krise wird so minutiös belegt, dass es unvermeidlich ist, dass die einzelnen Dokumente auch weiterhin unterschiedlich gedeutet werden. Also ich glaube, diese Diskussion zur Juli-Krise ist nicht zu Ende und es wird sich nie eine einheitliche Betrachtung dieser Krise etablieren. So, kommen wir nun zum Auslöser dieser Krise, zum Attentat in Sarajevo. Wie bekannt wurde die Juli-Krise durch die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand von Habsburg und seiner Frau Sophie Kotek in Sarajevo am 28. Juni 1914 ausgelöst. Sarajevo war die Hauptstadt Bosniens, eine osmanische Provinz, die seit 1878
am Berliner Kongress von Österreich verwaltet und 1908 annektiert wurde. Die Provinz wies eine gemischte Bevölkerung auf, wobei die wichtigsten nationalreligiösen Gruppen die Serben, die Muslime und die Kroaten waren. Hauptsächlich unter den Serben, den Serbien Bosniens, hatten sich irredentistische Strömungen entwickelt, die von den Erfolgen Serbiens in den beiden Balkankriegen noch zusätzlich Antrieb bekamen. Die Attentäter waren 7 junge Serben aus Bosnien, die sich nach Serbien abgesetzt hatten, von der dortigen erregten nationalistischen Stimmung ergriffen worden waren und schließlich ein Attentat auf Franz Ferdinand als Protest gegen die österreichische Fremdherrschaft geplant hatten. Dabei wurden sie ausgiebig von der radikalen Geheimorganisation Vereinigung oder Tod sekundiert, die eine starke Position im serbischen Militär und im Geheimdienst innehatte. Anhänger der Schwarzen Hand, so wurde die Organisation auch genannt, lieferten die Waffen für das Attentat und sorgten dafür, dass die jungen Attentäter unbehelligt von Grenzposten nach Bosnien geschleust wurden. Der serbische Ministerpräsident Nikola Pašić war zwar am Attentat keineswegs beteiligt, hatte allerdings davon erfahren. Kryptische Hinweise darauf, dass der Besuch des Thronfolgers nach Bosnien besser hätte gestrichen werden sollen, erreichten zwar über den serbischen Botschafter in Wien, Jovan Jovanovic, den Verantwortlichen der Verwaltung Bosniens, den Minister Leon Bilinski, wurden aber von diesem nicht weitergeleitet. Er hätte diese Information an den Außenminister Berchtold weiterleiten sollen, aber er unterließ das. Eine atemberaubende Kette von Zufällen spielte zugunsten der eher unerfahrenen Attentäter. Als besonders verhängnisvoll erwies sich dabei die falsch eingeschlagene Route des Autokonvois der Hohen Gäste. Das langsam eingeleitete Rückfahrtmanöver des ersten Autos brachte den ganzen Konvoi zum Halt und machte dadurch Franz Ferdinand und Sophie zur schutzlosen Zielscheibe für die tödlichen Schüsse von Gavrilo Princip. Auch waren die für den hohen Besuch getroffenen Sicherheitsmaßnahmen in Sarajevo völlig unzureichend. Nur 100 Mann aus der lokalen Polizei wurden aufgeboten, obwohl bekannt war, dass die Stimmung unter den lokalen Serben, gelinde ausgedrückt, hitzig war. So, kommen wir nun zu den Reaktionen auf das Attentat auf den österreichischen Thronfolger. In den Kanzleien Europas rief die Bekanntgabe des Attentats keine sonderliche Aufmerksamkeit hervor. Großbritannien war zu sehr mit der Einführung der Home Rule in Irland und mit den damit zusammenhängenden Erscheinungen von Ungehorsam in der britischen Armee beschäftigt. In Frankreich fesselte ein Sexskandal die Aufmerksamkeit. Die Ehefrau des ehemaligen Ministerpräsidenten, Madame Callot, hatte den Chefredakteur des Figaro erschossen, weil er kompromittierende Briefe von ihr in seiner Tageszeitung veröffentlicht hatte. Auch in Deutschland blieb die Stimmung verhalten, obwohl der Kaiser ein persönlicher Freund des unglücklichen Erzherzogs war. Sogar in Serbien
fuhr der populäre Ministerpräsident Nikola Pašić auf Wahlkampfreise durch das Land, um für seine eigene Wiederwahl zu werben. Nur in Österreich unterschied sich die Stimmung von derjenigen, die sonst in Europa herrschte. Der österreichische Ministerrat tagte, um Reaktionen auf das Attentat zu beschließen. Der Chef des Generalstabs, Konrad von Hötzendorf, hätte am liebsten gleich Krieg gegen Serbien geführt. Dezidiert gegen eine militärische Intervention war hingegen der ungarische Ministerpräsident Tisza. Am Ende setzte sich die Meinung des Außenministers Bertolts durch, der dafür plädierte, Serbien aufzufordern, die irredentistische Propaganda zu unterdrücken, die radikalen Gruppierungen aufzulösen und die antiösterreichischen Handlungen zu verfolgen. Damit wurde die Idee des Ultimatums an Serbien geboren. Allerdings wurde das Ultimatum in diesem Stadium nicht als machiavellistischer Vorwand für den Krieg gegen Serbien verstanden, sondern als Mittel, um mit den von Serbien ausgehenden Problemen fertig zu werden. Da allerdings ein Krieg gegen Serbien in Erwägung gezogen wurde und da eine Involvierung Russlands nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde Graf Alexander Hoyos mit einem Schreiben von Kaiser Franz Josef und einer Denkschrift zu den Entwicklungen auf dem Balkan nach Berlin geschickt, um sich der Unterstützung Deutschlands im Fall einer kriegerischen Aktion gegen Serbien zu vergewissern. So, ich möchte jetzt kurz auf die Gründe Österreichs eingehen, um auf irgendeine Art und Weise gegen Serbien vorzugehen. Die Entwicklungen in Serbien seit den erfolgreichen Balkankriegen stellten für die Habsburger Monarchie eine ernstzunehmende Gefahr dar. Serbien hatte sein Gebiet in nur 2 Jahren, zwischen 1912 und 1913, fast verdoppelt. Die Verdrängung der osmanischen Macht aus dem Balkan und der rasante Einigungsprozess der Serben innerhalb eines eigenen Nationalstaates hatte Wellen der Begeisterung auch unter den Südslawen in der Habsburger Monarchie hervorgerufen. Das heißt, nicht nur in Bosnien, sondern auch in Kroatien, Dalmatien und im Küstenland. In Kroatien stellte eine kroatisch-serbische Koalition die Regierung, was ebenfalls von einem fortschreitenden südslawischen Einigungsprozess zollt. Die jugoslawische Idee gewann an Popularität und ihre Anhänger forderten nicht mehr eine Staatsreform der Donaumonarchie und mehr Autonomierechte, sondern orientierten sich zunehmend nach Belgrad. Solche Implikationen, die durchaus einen Auflösungsprozess des Habsburger Staates hätten einleiten können, werden von den meisten Historikern ignoriert, sodass ihnen die Handlungen Wiens als ein unverantwortliches und unverständliches Säbelrasseln erscheinen. In Wirklichkeit wurde durch die Entwicklungen auf dem Balkan nicht nur, wie oft behauptet, die Großmachtstellung der Habsburger Monarchie aufs Spiel gesetzt, sondern ihre weitere Existenz als Staat. In dem schon erwähnten Schreiben von Kaiser Franz Josef an Wilhelm II. Ist unter anderem zu lesen, ich zitiere, nach allen bisherigen Erhebungen hat es sich in Sarajevo nicht um die Bluttat eines Einzelnen, sondern
um ein wohlorganisiertes Komplott gehandelt, dessen Fäden nach Belgrad reichen. Und wenn es auch vermutlich unmöglich sein wird, die Komplizität der serbischen Regierung nachzuweisen, so kann man wohl nicht im Zweifel darüber sein, dass ihre auf die Vereinigung aller Südslawen unter serbischer Flagge gerichtete Politik solche Verbrechen fördert und dass die Andauer dieses Zustandes eine dauernde Gefahr für mein Haus und für meine Länder bildet. Zitat Ende. So, jetzt kommen wir zum berühmten Blankoscheck, der von Deutschland an Österreich ausgestellt wurde. Die Antwort der deutschen Regierung an das von Graf Hoyos übermittelte Schreiben war die Zusicherung, dass Österreich auf die Unterstützung Deutschlands rechnen konnte, selbst wenn Serbien in einem etwaigen Konflikt von Russland unterstützt würde. Russlands Haltung werde jedenfalls feindselig sein, doch sei er, Kaiser Wilhelm II., schon seit Jahren vorbereitet. Und sollte es sogar zu einem Krieg gegen Österreich, Ungarn und Russland kommen, so könnten wir davon überzeugt sein, dass Deutschland in gewohnter Bündnistreue an unserer Seite stehen werde, telegrafierte der österreichische Botschafter in Berlin an den Außenminister Leopold Graf Berchtold. Allerdings favorisierten die deutsche Regierung und der Kaiser einen raschen Schlag gegen Serbien und seine schnelle Besiegung, so dass das Konzert der europäischen Mächte vor einem Fait accompli gestellt werden sollte. Die Erwartung Berlins war dabei, dass die anderen Mächte die Aktion schlucken würden und dass ein einziger zuverlässiger Verbündeter dadurch gestärkt aus dem Konflikt herauskommen würde. Zweifellos favorisierte Berlin in dieser Phase eine Lokalisierung des Konflikts. Dennoch nahm die deutsche Regierung eine mögliche Intervention Russlands in Kauf. Deswegen haben manche Historiker hierfür die treffende Formulierung des kalkulierten Risikos angewendet. Also man sucht nicht eine Erweiterung des Konfliktes, aber man ist bereit, eine Erweiterung des Konflikts in Kauf zu nehmen. Die bedingungslose Unterstützung Deutschlands beseelte natürlich die Geister in Wien. Nach der Antwort aus Berlin war auch der ungarische Ministerpräsident Tisza von der Notwendigkeit einer harten Aktion gegenüber Serbien überzeugt. Das Ultimatum an Serbien wurde in pointiert scharfer Form formuliert. Zwei Punkte aus dem Forderungskatalog betrafen die Beteiligung österreichischer Beamten an der Untersuchung zur Klärung des Attentats sowie an der Unterdrückung der österreichfeindlichen Propaganda. Die Annahme eines solchen Ultimatums wäre sicher für Wien als großer politischer Erfolg zu verbuchen gewesen. Dies war zu diesem Zeitpunkt die Position Tischas. Allerdings war der Ministerrat der Meinung, dass ein Krieg gegen Serbien vorzuziehen sei. Das Ultimatum wurde also in möglichst unannehmbarer Form verfasst. So, der nächste Punkt ist die französische Mission nach Sankt Petersburg. Während Wien mit dem Verfassen des Ultimatums beschäftigt war,
und der deutsche Kaiser sich zu seiner üblichen Nordlandreise auf der Jagd Hohenzollern begab, schiffte auf dem Schlachtschiff France eine hochkarätige französische Mission nach St. Petersburg ein. Ihr gehörten unter anderem der Präsident der Republik, Raymond Poincaré, der Premierminister René Viviani und der politische Leiter am Quai d'Orsay, Pierre de Margerie. Der Staatsbesuch Poincarés in St. Petersburg war längst geplant und dauerte vom 20. bis zum 23. Juli. Der französische Staatspräsident wurde mit allen Ehren empfangen und konnte auf höchster Ebene, darunter mit dem Zar Nikolaus II. Allein, Gespräche führen. Zu den Treffen zwischen den höchsten Vertretern des russischen Imperiums und denjenigen der Französischen Republik besteht kein Protokoll. Also wir finden hier auch für die Juli-Krise eine dokumentarische Lücke. Auch die Routine der Übermittlung von Telegrammen vom französischen Botschafter in St. Petersburg nach Paris wird für die ganze Dauer des Staatsbesuchs unterbrochen. Ähnliche Lücken sind auch in der russischen diplomatischen Korrespondenz festzustellen. Die Quellenlage zu diesem höchst brisanten Faktor der Juli-Krise ist also wesentlich schlechter als diejenigen zur Hoyos-Mission nach Berlin und zu den Auseinandersetzungen in Berlin und Wien. Dies erklärt zum Teil, warum sie lange Zeit vernachlässigt wurde. Allerdings lässt sich der Tenor der Gespräche aus den Memoiren des französischen Botschafters in St. Petersburg, Maurice Paleolog, und den Tagebüchern von Raymond Poincaré rekonstruieren. Die Bedeutung dieser Mission für die weitere Entwicklung der Krise wurde neulich von Christopher Clark, Stefan Schmid und Sheehan McKean hervorgehoben. Andere Historikerinnen wie Annika Mombauer betrachten hingegen diesen Besuch von Poincaré als diplomatische Routine. Durch die Neubewertung der Mission erscheint die Verantwortung Poincarés für die Zuspitzung der Krise in einem anderen Licht. In seinem Tagebuch notiert Poincaré, dass das lebhafteste Interesse des Zaren Österreich galt und dessen Reaktion auf die Ereignisse in Sarajevo. Anscheinend wollte der Zar Poincaré über die Festigkeit des russisch-französischen Bündnisses auf dem Zahn fühlen. Der Präsident ließ keinen Zweifel auf die Bündnistreue Frankreichs aufkommen. Können Sie vielleicht das Fenster etwas, noch etwas mehr aufmachen, bitte? Ja, danke, wenn das geht. Nein, ich glaube, das geht. Nein, machen Sie zu. Nein, das geht nicht. Okay, vielen Dank. Der österreichische Botschafter Zapary wurde in einem offiziellen Treffen, an dem auch der russische Außenminister Sasonow anwesend war, in spöttischem Ton abgekanzelt und darauf hingewiesen, Österreich sollte nicht durch unüberlegte Schritte seine Beziehungen zu Serbien verschlechtern. Zu etwaigen Forderungen Wiens an die serbische Regierung notierte Poincaré in seinem Tagebuch: Ich wies den Botschafter mit aller Deutlichkeit darauf hin, dass Serbien in Europa Freunde habe, die sich über eine derartige Aktion wundern würden. Der französische Botschafter Paleolog berichtete in seinen Memoiren eine noch schärfere Formulierung. Serbien hat sehr warme Anhänger im russischen Volke. Und Russland hat einen Bundesgenossen, Frankreich.
Was können sich da für Entwicklungen ergeben? Ausrufzeichen. Zu einem späteren Zeitpunkt seines Besuchs schien Poincaré sogar über die Unentschlossenheit des russischen Außenministers Sasonows verstimmt zu sein, kriegerische Maßnahmen gegen Österreich in Erwägung zu ziehen. Am nächsten Tag, am 22. Juli, notierte ein anderer französischer Diplomat, es wurde von nichts anderem als dem Krieg geredet. Am Ende des Staatsbesuchs wurde ein russisch-französisches Kommuniqué verfasst, in dem die völlige Übereinstimmung beider Regierungen über die verschiedenen Probleme beteuert wurde. Die Probleme, die sich im Orient aus der Sorge um den allgemeinen Frieden und um das europäische Gleichgewicht für die Großmächte ergeben. In der ursprünglichen Fassung war nur von der Aufrechterhaltung des europäischen Gleichgewichts im Hinblick auf die Balkanhalbinsel die Rede. Können wir vielleicht Licht einschalten? Es wird etwas düster hier. Ja. Ja, wenn das nicht geht, dann. Ja, vielleicht ist das jetzt doch besser, ne? Ja. So, wir wollen jetzt diesen Punkt vom Staatsbesuch Poincarés in St. Petersburg abschließen. Zu Recht stellte neulich der deutsche Politologe Herfried Münkler fest, dass die Ermunterung Poincarés an Russland, hart zu bleiben und keine Forderungen Österreichs an Serbien als legitim zu betrachten, ebenfalls als Blankoscheck gedeutet werden kann. Frankreich und Russland hatten sich ähnlich wie Deutschland und Österreich auf das kalkulierte Risiko eines europäischen Kriegs eingelassen. So, kommen wir nun zur Entente. Das Bündnissystem von Frankreich, Russland und Großbritannien, das sich in der Zeit von 1894 bis 1907 herausgebildet hatte und das in Deutschland zu einer Umzinglungssyndrom führte, war eher lose und sah zwischen den Kontrahenten unterschiedlich verbindliche Verpflichtungen vor. Der russisch-französische Schutzverbund sah eine Beistandspflicht vor für den Fall, dass Deutschland eine beider Mächte angreifen würde oder aber Österreich-Russland mit deutscher Hilfe angreifen sollte. Zwischen England und Frankreich bestand gar keine Bündnisverpflichtung, sondern eine Entente cordiale, die vorsah, im Fall eines Angriffs von einem Drittstaat sofort Beratungen einzuleiten, um dann eventuell mit vereinten Kräften die Aggression zu begegnen. Noch unverbindlicher waren die Verpflichtungen zwischen Großbritannien und Russland, trotz der nach der russischen Niederlage gegen Japan abgeschlossenen Konvention. Zwischen beiden Mächten bestanden darüber hinaus erhebliche Spannungen, die in erster Linie von der Expansionspolitik Russlands in Zentralasien, hauptsächlich nach Persien, Afghanistan und Tibet, verursacht wurden. Manche britische Diplomaten, wie Arthur Nicholson, schätzten auch nach 1907, also nach dieser britisch-russischen Konvention, die von Russland ausgehende Gefahr höher als die Bedrohung, die Deutschland für die britischen Interessen darstellte.
Allerdings wurde gerade diese russische Bedrohung zu einem Argument für Großbritannien, um auf dessen Seite in den Krieg zu ziehen. Air Crow, britischer Diplomat und Deutschland-Experte, brachte das britische Dilemma folgendermaßen auf den Punkt. Ich zitiere. Sollte der Krieg ausbrechen und England unbeteiligt bleiben, dann muss sich Folgendes ergeben. A. Entweder siegen Deutschland und Österreich, sie erdrücken Frankreich und demütigen Russland. Wie wird dann die Lage eines freundlosen England sein? B. Oder Frankreich und Russland siegen. Wie werden sie sich dann gegen England verhalten? Und wie wird es mit Indien und dem Mittelmeer stehen? Zitatsende. Als Fazit kann man hier festhalten, dass eine Verwicklung der europäischen Mächte in den serbisch-österreichischen Konflikt keine von der Bündnispflicht resultierende Zwangsläufigkeit darstellte. Der Konflikt zwischen Serbien und Österreich hätte lokalisiert werden und sich bloß zu einem dritten Balkankrieg entwickeln können. Dennoch beeinflusste die Einmischung der Großmächte den Verlauf dieses Konfliktes entscheidend und trug zu seiner fatalen Eskalation bei. Andere Historiker wie Annika Mombauer argumentieren ihrerseits, dass die Unverbindlichkeit der Entente die Zentralmächte dazu habe ermutigen können, mit dem Feuer zu spielen, in der Hoffnung darauf, dass Großbritannien neutral bleibe. So, kommen wir zu einem weiteren Schritt in dieser Eskalation der Krise, das österreichische Ultimatum an Serbien. Während Poincaré mit der französischen Delegation auf Staatsbesuch in St. Petersburg weilte, berieten in Wien der Ministerrat und die Militärverantwortlichen um das an Serbien zu stellende Ultimatum. Die deutsche Rückendeckung erfüllte die Österreicher mit Zuversicht, so dass der Ton der Depesche extrem harsch fiel. Die herrschende Meinung war, wie schon angedeutet, dass das Ultimatum in bewusst unannehmbarer Form hätte formuliert werden sollen, um Österreich den Anlass für einen Krieg gegen Serbien zu liefern. Der serbischen Regierung wurden 48 Stunden Zeit gegeben, um eine Antwort zu formulieren. In Belgrad rief das Ultimatum verständliche Bestürzung hervor. Nun beschloss auch Pasić, nach einigem Zögern seine Wahlkampfkampagne zu unterbrechen und in die Hauptstadt zurückzukehren. Über den serbischen Botschafter in St. Petersburg wurde die Einstellung der russischen Regierung sondiert. Der Außenminister Sasonow versicherte Spalajković die unerschütterliche Unterstützung Russlands in der aktuellen Krise. Das Ultimatum wurde in St. Petersburg allgemein als unannehmbar eingeschätzt. Ein späteres Telegramm wurde noch verbindlicher. Russland war bereit, zur Unterstützung Serbiens die Mobilmachung anzuordnen, und es werde bald ein offizielles Kommuniqué veröffentlichen, in dem es Serbien unter seinen Schutz stelle. Nun gelang dem engen Kreis der Berater um Pasić ein außergewöhnliches Kunststück. Die Antwort auf das Ultimatum wurde in wohlwollendem Ton verfasst, wobei Serbien sich nur solchen Bedingungen widersetzte, die in Widerspruch mit seiner Existenz als souveränem Staat
stammten. Das heißt, der Teilnahme österreichischer Beamten an den Untersuchungen zum Attentat. In Wirklichkeit ließ sich aber Serbien auf nichts festlegen. Der italienische Historiker Luigi Albertini, Verfasser eines autoritativen Werkes zum Ersten Weltkrieg und keineswegs austrophil, kommentierte folgendermaßen den Tenor der serbischen Antwort. Es sah nach viel aus, war aber in Wirklichkeit nichtssagend. Allerdings machten die besonnenen Formulierungen einen guten Eindruck, unter anderem auch auf den deutschen Kaiser, der am 28. Juni von seiner Kreuzfahrt nach Skandinavien zurückgekehrt, kommentierte, dass nun kein Kriegsgrund mehr bestehe. Er riet allerdings dazu, dass Österreich als Faustpfand für die Erfüllung der Forderungen an Serbien Belgrad hätte militärisch besetzen sollen. In Österreich wurde die serbische Antwort als unbefriedigend eingeschätzt. Da der österreichische Beistand zur Klärung der Morde in Sarajevo abgelehnt wurde. Infolgedessen erklärte Österreich am 28. Juli Serbien den Krieg, genau einen Monat nach der Verübung des Doppelmords. Am 29. Juli wurde Belgrad von der österreichischen Artillerie beschossen. So, kehren wir nun wieder nach Russland. In der Zwischenzeit, also in dieser Zeit, also des Verfassen des Ultimatums und des Einreichens der serbischen Antwort, war Russland nicht untätig geblieben und hatte schon am 24. Juli, das heißt vor der serbischen Antwort an Österreich und bevor Österreich und Serbien überhaupt Militärmaßnahmen getroffen hatten, eine Teilmobilmachung der Armee angeordnet, die ab dem 25. Juli durchgeführt wurde und die auch die Zustimmung Frankreichs erhielt. Neuere Forschungen schätzen die russische Teilmobilmachung als sehr weitreichend ein. Das ganze Gebiet des europäischen Teils Russlands wurde in den Zustand der Kriegsvorbereitung versetzt. 6 der Hauptmilitärdistrikte, Warschau, Vilnius, Kasan, Kiew, Moskau und Odessa, wurden in Kriegszustand versetzt. Die Grenzposten erhielten Verstärkung. Es wurden all die nötigen Sicherheitsvorkehrungen für das Funktionieren einer Kriegsbereitschaft getroffen und es wurden 3 Reservistenklassen im Grenzgebiet einberufen. Die Teilmobilmachung Russlands wurde am 28. Juli nach der Kriegserklärung Österreichs an Serbien bekannt gegeben. Schon am 25. Juli hatte aber der französische Botschafter Paleolog nach Paris telegrafiert, dass der russische Ministerrat beschlossen hatte, gegen Österreich zu mobilisieren und dass die Teilmobilmachung so lange geheim bleiben sollte, bis Österreich-Serbien den Krieg erklärt hatte. Laut der Aussage des Chefs der russischen Mobilmachungsabteilung, General Dobrowolski, war der Krieg in St. Petersburg nach den Sitzungen am 24. und 25. Juli eine beschlossene Sache. Und die Flut der Telegramme zwischen der russischen Regierung und dem Deutschen Reich nichts anderes als Augenwischerei. Vermittlungsversuche seitens Großbritannien, Vorschlag der Einberufung einer Botschafterkonferenz in London, wurden von Deutschland am 26. und am 27. Juli in unverantwortlicher Weise abgeschlagen und einfach nach Wien weitergeleitet,
da das Kaiserreich nach wie vor auf die Karte einer bedingungslosen Unterstützung Österreichs setzte und mit der Neutralität Großbritanniens rechnete. Nun nahm der Europäische Krieg seinen Lauf. Russland ordnete am 30. Juli die allgemeine Mobilmachung. Deutschland forderte es auf, sie rückgängig zu machen und ordnete seinerseits die Generalmobilmachung an. Nach der negativen Reaktion Russlands erklärte ihm Deutschland am 1. August den Krieg. Für einen Angriffskrieg verfügte Deutschland nur über den 1906 konzipierten sogenannten Schlieffenplan, der einen schnellen Angriff gegen Frankreich vorsah. Nach dessen Niederlage hätte sich Deutschland auf den Krieg gegen Russland konzentrieren sollen. Der Schlieffenplan, der dann vom Generalstabschef von Moltke etwas modifiziert wurde, sah also unvermeidlich einen Erstschlag gegen Frankreich vor und einen Einmarsch durch das neutrale Belgien. Nach dem Einmarsch nach Belgien erfolgte auch ein Ultimatum an Frankreich, gefolgt am 3. August von der deutschen Kriegserklärung an Frankreich. Die Verletzung der belgischen Neutralität rief eine allgemeine Empörung in der britischen Öffentlichkeit hervor. Dies würde zum Zünglein an der Waage, das die britische Öffentlichkeit zum Umschwenken brachte und sie von der Notwendigkeit des Krieges überzeugte. Wie der britische Außenminister Edward Grey in einer Sitzung des Unterhauses am 3. August etwas zynisch bemerkte, werde Belgiens Schicksal die Briten nicht kalt lassen und könne der Bevölkerung gegenüber als Begründung dazu dienen, warum man sich in diesem Krieg auf dem Kontinent einmischen müsse, auch wenn für das Kabinett der ausschlaggebende Grund Russlands zukünftige militärische Macht gewesen sei. Anscheinend waren moralische Argumente geeigneter, die öffentliche Meinung zu beeindrucken, als die Berufung auf die geopolitischen Interessen Großbritanniens in Zentralasien oder das Problem der Kontrolle der Meeresengen. Am 4. August erklärte Großbritannien Deutschland den Krieg. So, also das war so kurz gefasst der Verlauf dieser Krise. Und jetzt möchte ich zu einigen Schlussfolgerungen kommen. Diese knappe Rekonstruktion der Juli-Krise scheint also zu bestätigen, dass alle europäischen Mächte mit der partiellen Ausnahme Großbritanniens nach dem Prinzip des kalkulierten Risikos handelten. Keine europäische Macht strebte planmäßig nach einem europäischen Krieg. Dennoch wurde der Ausbruch eines solchen Kriegs durchaus in Erwägung gezogen und in Kauf genommen, um von den eigenen Zielen nicht mal ansatzweise zurückzuweichen. Der Weg in den Krieg war dennoch weniger geradlinig, als es nach diesem Vortrag den Anschein haben könnte. Es gab in fast allen Kanzleien und unter den Diplomaten Männer, die versuchten, auf eine Entschärfung der Gegensätze hinzuarbeiten. Dies waren zum Beispiel der französische Ministerpräsident Viviani, die deutschen Botschafter in Wien und London Sirski und Lichnowsky, der ungarische Ministerpräsident Tisza und zeitweilig der russische Zar Nikolaus II. Der britische Außenminister Edward Grey versuchte, nachdem er am 27. Juli
sich des Ernstes der Lage vergewissert hatte, die Krise auf Verhandlungswege zu schlichten, stieß dabei jedoch auf taube Ohren. Aus heutiger Sicht scheint uns aber, dass die meisten in dieser verhängnisvollen Krise handelnden Akteure mit frappierender Verantwortungslosigkeit agierten. Sie sahen durchaus die Möglichkeit, dass es zum großen Krieg kommen könnte, hofften, dass es nicht so weit käme, taten aber nichts, um dies zu verhindern. Erst als die Würfel gefallen waren, das heißt nach der Bekanntgabe der Generalmobilmachung Russlands am 31. August, wurden vom deutschen Kaiser und vom Zar verzweifelte Versuche unternommen, es doch nicht so weit kommen zu lassen. Auch in London schien sich vorübergehend wiederum eine neutralistische Orientierung für den Fall durchzusetzen, dass Deutschland nur Krieg gegen Russland führen sollte. All diese Bemühungen blieben allerdings wirkungslos. Der Chef des deutschen Generalstabs von Moltke machte sich keine Illusionen über den bevorstehenden Krieg. Am 31. Juli erklärte er gegenüber Major von Heften, dieser Krieg wird sich zu einem Weltkrieg auswachsen, in den auch England eingreifen wird. Nur wenige können sich eine Vorstellung über den Umfang, die Dauer und das Ende dieses Krieges machen. Wie das alles enden soll, ahnt heute niemand. Es scheint allerdings, dass in den Anfangsphasen der Krise das Ausmaß des bevorstehenden Leidens und Zerstörungen rein abstrakt blieb, so dass hier durchaus von einem Defizit an Vorstellungskraft seitens der handelnden Verantwortungsträger die Rede sein kann. Ich bin zu dieser Formulierung Defizit an Vorstellungskraft gekommen, also eigenständig, als ich auf ein Zitat aus einer in den 60er Jahren verfassten Monographie zu den Ursachen des Ersten Weltkriegs gestoßen bin, in welcher der heutzutage wenig bekannte Historiker Joachim Remack den in der Juli-Krise handelnden Akteuren Lack of Imagination attestiert. Also mehr oder weniger dasselbe, was auch Defizit an Vorstellungskraft bedeutet. Also ich kann diesen Ausdruck nicht patentieren lassen. Nun zu den Kriegszielen selbst. Österreich-Ungarn kämpfte um die eigene territoriale Integrität gegen einen hochdynamischen Gegner zu verteidigen, der dabei war, ein Projekt von Nation Building sehr erfolgreich umzusetzen, das auch etliche Gebiete der Habsburger Monarchie mit einschloss. Mit ihrer Niederlage im Ersten Weltkrieg trat dann gerade das ein, wogegen die Habsburger Monarchie in den Krieg gezogen war, und zwar das Auseinanderdriften des Staates entlang nationaler Trennlinien. Selbst in Frankreich bestand in manchen Kreisen Verständnis für eine begrenzte österreichische Intervention gegen Serbien. Aber wie Christopher Clark hervorgehoben hatte, wurde in den europäischen Kanzleien die Habsburger Monarchie in dieser Zeit schon abgeschrieben. Es wurde grundsätzlich verkannt, dass der Habsburger Staat auch legitime Selbsterhaltungsinteressen hatte. Zum Beispiel Zar Nikolaus II. Hatte mal die Gerüchte kommentiert, die von Forderungen Österreichs an Serbien sprachen. Man stellt einem Staat keine Forderungen, wenn man nicht Krieg führen will.
und das stimmt überhaupt nicht. Handfeste Motive, um in den Krieg zu ziehen, hatte auch Russland, da die Zersetzungserscheinungen des Osmanischen Reichs im Laufe der Balkankriege der Frage über die Kontrolle der Meerengen dramatische Aktualität verliehen. Laut Sheehan McKean war der Erste Weltkrieg noch stärker ein Krieg Russlands, als er ein Krieg Deutschlands war. Deutschland hatte am Anfang des Krieges keine eigentlichen Kriegsziele, wie es unter anderem auch von Stieg Förster angemerkt wurde, und handelte aus einer Mischung von Beweggründen, unter denen die wichtigsten die Angst vor der Isolation, die Furcht vor der Umzingelung sowie vor dem russischen Nachrüsten waren. Frankreich verteidigte in dem Krieg seinen Großmachtstatus und erhoffte sich dabei eine Festigung des Bündnisses mit Russland. Schließlich beschloss Großbritannien den Eintritt in den Krieg, um seinen gefährlichsten Konkurrenten, Russland, irgendwie an der Stange zu halten. Dennoch trat Großbritannien später als Akteur in die Krise ein, sodass ihm keine unmittelbare Verantwortung für ihre Eskalation zugesprochen werden soll. Insgesamt bewiesen aber die jeweiligen Verantwortungsträger eine außergewöhnliche Starrheit bei der Verfolgung ihrer Ziele und schienen blind gegenüber praktikablen Alternativen zu sein. Jeder Krieg ist ironisch, weil jeder Krieg schlimmer ist als erwartet, stellte einmal der Kulturhistoriker Paul Fassel fest. Der Erste Weltkrieg war vielleicht der ironischste von allen, wegen der furchtbaren Distanz zwischen Erwartung und Realität, Hoffnung und Enttäuschung, Opfer und Ergebnis. Der Krieg und seine Folgen übertrafen alles, was man in Europa bis dahin erlebt hatte. Der britische Kriegsminister Lord Kitchener kommentierte sichtlich entmutigt bei einer Inspizierung der Schützengräben: Ich weiß nicht, was zu tun ist. Das ist kein Krieg. So, ich möchte jetzt diesen Vortrag mit einem Zitat abschließen. Ein Zitat, das einen Ausblick auf die Zeit nach dem Krieg liefert und einen Ausblick auf die mittelfristigen Folgen des Krieges thematisiert. Das ist ein Zitat aus einem Roman des österreichischen Schriftstellers Alexander Lerner Hollenia. Der Roman heißt Die Standarde und wurde vielleicht nicht zufällig 1934 geschrieben. In den letzten Seiten dieses Romans beschreibt Lerner Hollenia das Ende des Krieges aus der Sicht eines jungen Fähnrichs, der von der serbischen Front nach Wien zurückgekehrt war. Ich zitiere: Es war völlig gleichgültig, dass der Krieg zu Ende war. In Wirklichkeit war er gar nicht zu Ende gegangen. Dieser Krieg nicht. Ein wirklicher Krieg geht nicht zu Ende. Früher war man heimgekommen, besiegt oder nicht, und hatte sich zu Bett gelegt und erholt und auskuriert. Jetzt aber gab es keine Sieger mehr, nicht einmal mehr Besiegte. Es gab nur noch Leute, die heimgekommen waren, weil sie geglaubt hatten, dass der Krieg damit zu Ende sei. Aber er ging weiter. Er ging in allen weiter, die heimgekommen waren.
Sie trugen immer noch den Krieg in sich, unliquidiert. Er war gar nicht zu liquidieren. Er ließ sich einfach nicht dadurch belügen, dass sie ihm davon gelaufen waren. Daheim fanden sie, dass er mitgekommen sei. So, Zitat Ende und Vortrag auch zu Ende. Hallo. Okay. Ganz herzlichen Dank, Frau Kataruza, für diesen Vortrag, den ich sehr eindringlich fand, und auch dieses wunderbare Schlusszitat, das ja geradezu schon perfekt überleitet zu unseren nächsten Vorträgen, die sich mit den Folgen des Ersten Weltkrieges befassen. Wir haben jetzt noch ungefähr eine Viertelstunde Zeit für Fragen, die Sie gerne stellen können. Ich möchte Sie einfach bitten, das Mikrofon zu benutzen. Wir werden das so rumgehen lassen. Wir haben heute zum ersten Mal die Veranstaltung auch als Audio- und Slide-Podcast aufgenommen. Wenn das klappt, müsste es morgen oder übermorgen auf Ilias zur Verfügung stehen. Wir werden den Link auch noch verbreiten, sodass Sie sich zusammen mit der Auswahlbibliografie auch nochmal Details anhören können. Also es war ein sehr interessanter Vortrag. Mir scheint aber, dass wir doch noch die Frage im Titel des Vortrags, wer war nur Deutschland schuld, noch ein bisschen präzisieren sollten. Also meiner Meinung nach kann man sagen, dass die Schuldfrage zwischen Entente und Mittelmächten etwa 50-50 ist. Weil sowohl, natürlich, Deutschland hat einen Blankoscheck nach Österreich geliefert, aber auch Russland hat Serbien einen Blankoscheck und Frankreich hat Russland einen Blankoscheck ausgeteilt. Also von mir aus, ich sehe das etwa 50-50, die Kriegsschuld. Ja, also das war auch meine Schlussfolge, ja. Und ich dachte, das wäre im Laufe des Vortrags auch klar geworden. Aber vielen Dank für die Präzisierung. Wie stark hat die Affäre Riedel im Vorfeld? Welche Affäre? Riedel. Ah, ja, Riedel. Ja, also ich glaube nicht, dass die Affäre Riedel hier eine große Rolle gespielt hat. Für den Ausbruch des Krieges nicht. Wo sehen Sie den Zusammenhang zwischen dieser Affäre Riedel und der Mobilmachung Russlands zum Beispiel? Also es ging ja vor allem um Gebiete, Czernowice und so, also im heutigen Südwest-Ukraine. Und Österreich fürchtete ja damals schon eine Expansion Russlands in diese Gebiete und wollte sie ja auch. Ja gut, aber natürlich, das war ein Spannungsfeld. Aber die aktuelle Krise war in Serbien ausgebrochen. Und die Probleme, die für Österreich aus Serbien entstanden, waren in dieser Zeit sicher gravierender als die Probleme mit der ukrainischen Bevölkerung in diesem Grenzgebiet. Österreich hatte nicht das Interesse, dass Russland sich an dem Konflikt beteiligt. Ich kann auf laut reden.
Es wird eben aufgenommen, weißt du. Gut. Mich würde interessieren, inwiefern diese Irredentismen denn wirklich für die Habsburger Monarchie existenzbedrohend waren. Oder würden Sie eher sagen, dass es eher ein sehr unverantwortlicher Schritt war, zu glauben, dass es so existenzbedrohend sein könnte? So, da wir das Ende des Konfliktes kennen, können wir natürlich heutzutage sagen, es war wirklich unverantwortlich, weil durch den Konflikt Österreich-Ungarn gewisse Prozesse, gewisse Tendenzen beschleunigt hat. Und am Ende ist genau das eingetreten, wogegen Österreich in den Krieg, wogegen Österreich Krieg geführt hat. Man sollte aber diese Gefahr, die aus Serbien ausging, nicht unterschätzen. Serbien hatte ungeheuerliche Erfolge zu verbuchen gehabt, also diese Gebietserweiterung auf Kosten des Osmanischen Reichs. Serbien war zur stärksten Macht auf dem Balkan aufgestiegen und diese Wahrnehmung Serbiens als aufstrebende Macht, als Referenzpunkt für die südslawische Bevölkerung der Monarchie blieb nicht ohne Folgen. Ich hatte vorhin auch diese kroatisch-serbische Koalition erwähnt, die in Kroatien also an der Regierung war. Also so, es war die stärkste Parteienkoalition. Also das war auch ein ziemlich ein wichtiges Indiz. Und also jugoslawische Propaganda, die stieß auf starken Widerhall in den Gebieten der Monarchie, wo südslawische Bevölkerung lebte. Also es waren wirklich Wellen der Begeisterung da wahrzunehmen. Also die Gefahr bestand durchaus. Ja, vielleicht war das Mittel, um diese Gefahr zu bekämpfen, eher ungeeignet. Ich würde sonst hier gerade noch gerne anschließen, auch mit dieser Selbst- und Fremdwahrnehmung. Sie haben darauf angesprochen, auf die Fremdwahrnehmung eigentlich durch andere Staaten von Österreich-Ungarn als einer Macht auf dem absteigenden Ast, die eigentlich ihren Zenit überschritten hat, für die man nichts mehr tun kann. Und mich würde interessieren, wie sehr diese Einschätzung vielleicht auch nicht ausgesprochen geteilt wurde von einem Teil dieser handelnden Eliten und wie sehr sie beurteilen würden, ob das sie auch noch zu einem besonders ja, jetzt oder nie Verhalten gedrängt hat in dieser Situation. Also wie sehr das eher noch die Bereitschaft, Risiken einzugehen, verstärkt hat. Sie meinen jetzt die Eliten in Österreich? Ja, die handelnden Personen, auch die Diplomaten Österreich-Ungarns, die in dieser Situation ja sehr aktiv waren. Ja, das ist eine gute Frage, aber sie ist schwer zu beantworten. Österreich-Ungarn fühlte sich nicht als eine Macht, die sich in einem Auflösungsprozess befand. Also neuere Studien, geradezu zur Geschichte der Habsburger Monarchie in den letzten Friedensjahren, bestätigen. Also Österreich hatte einen wirtschaftlichen Aufschwung zu verzeichnen. Die Bürokratie war extrem effizient. Die Funktionen des Staates wurden ausgebaut. Also ein Welfare-System wurde eingerichtet. Die Verwaltung funktionierte vorzüglich. Also viele Zeichen sprachen für die Lebensfähigkeit der Habsburger Monarchie. Ich würde sagen, dass diese Fremdwahrnehmung in erster Linie von der Tatsache bedingt war, dass Österreich-Ungarn kein Nationalstaat war.
Und damals schon vor dem Ersten Weltkrieg, natürlich noch stärker nach dem Ersten Weltkrieg, wurde der Nationalstaat als zukunftsträchtig betrachtet, also das ein Erfolgsmodell für die Zukunft. Die Tatsache, dass die Habsburger Monarchie eben ein Vielvölkerreich war, sprach gegen sie. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Nationalstaat wurde auch häufig mit Demokratie gleichgesetzt. Also man hat eben den Nationalstaaten ein höheres Gehalt an Demokratie irgendwie zugesprochen als anderen Staatsformen. Also das war natürlich ein fataler Fehler. Aber damals wurde wirklich, glaubte man an diese Verbindung zwischen Nationalstaat und Demokratie. Und das hat sich natürlich gegen die Habsburger Monarchie ausgewirkt. Herr Segesser möchte etwas sagen. Also ich glaube, was natürlich da noch wichtig ist, ist zu beachten, dass Österreich, also die cisleitanische Reichshälfte, und wir müssen immer noch aufpassen, das sind ja zwei Staaten, die eigentlich nicht völlig im Gleichschritt gelaufen sind. Also in Ungarn gab es eben Beispiel kein allgemeines Wahlrecht, in Österreich, also in der cisleitanischen Reichshälfte, hingegen sehr wohl. Ja. Und dort hat das Demokratieexperiment eigentlich anfänglich relativ gut funktioniert. Allerdings ist es dann 1914, also gerade vor dem Krieg, zu dieser Blockade gekommen zwischen den verschiedenen, auch national gefärbten Punkten. Also dort zeigte sich dann auch klar, dass eben Nationalstaat und Demokratie ebenso zu Problemen führen konnte in diesem Österreich, also in der cisleitanischen Reichshälfte. Das Zweite, was mir noch wichtig scheint, ist auch ein Blick auf das Militär zu werfen, weil das Militär hat natürlich gerade in Österreich oder in der cisleitanischen Reichshälfte mit diesem Demokratieexperiment des Reichsrats natürlich seine größten Probleme und sieht auch seine eigene Stellung in Frage gestellt. Und da gibt es meines Erachtens durchaus noch Forschungsbedarf, wenn man das dann vergleicht zu dem, was ja Stieg Förster ausgearbeitet hat zum deutschen Militär, das ja 1914, wie er das da formuliert hat, in den Krieg gestürzt ist aus Angst vor einem Untergang, also der eigenen Position. Und ich denke, das ist möglicherweise schon etwas, was hier noch wichtig ist. Und ich möchte dann trotzdem zum Schluss einen kleinen Kontrapunkt setzen mit dieser 50-50-These. Also die überzeugt mich jetzt nicht völlig, weil ich denke, dass also gerade bei Großbritannien, Frankreich jetzt der Push zum Offensiven wesentlich weniger stark war. Also im deutschen wie im österreichischen Militär waren sie auch überzeugt, sie würden diesen Krieg eben in einem schnellen Schlag gewinnen. Und das hat dazu beigetragen, dass die Bereitschaft, diesen Krieg zu führen, in diesen beiden Ländern eben doch in einer gewissen Weise größer war als in den anderen. Aber das ist eine Differenz, die jetzt minimal ist. Oder? Okay, also drei Fragen. Zum ersten Punkt, Sie haben recht, also Österreich, Ungarn, Österreich, also Cisleitanien, war kein vorbildhafter parlamentarischer Staat, das ist völlig klar. Und die Krone behielt auch wesentliche Prärogativen. Die Regierung war nicht gegenüber dem Parlament verantwortlich, sondern gegenüber der Krone, also das will ich gar nicht bestreiten. Was hier aber stattfand, war ein Prozess, den wir als sekundäre Integration bezeichnen könnten. Also durch den Ausbau der Staatsverwaltung und durch die Ausdehnung der Aufgaben der Staatsbürokratie und auch durch die Partizipation auf der Ebene der Landtage und der Gemeinderäte kam die Bevölkerung Österreichs vielfach mit diesem Staat in Berührung.
es fand auf dieser Ebene ein Demokratisierungsprozess statt und nicht auf dieser traditionellen Ebene eben der parlamentarischen Beteiligung. Die zweite Frage zum Militär. Natürlich hatte das Militär war in Österreich vielleicht die wichtigste zentripetale Kraft, also die Institution, in der die Identifikation mit der Gesamtmonarchie am stärksten war. Aber ich wusste nicht, dass das Militär diesen Demokratisierungsprozess torpediert hätte. Sie waren natürlich, also sie hatten aggressive Positionen, zum Beispiel, also ein Paradebeispiel ist Konrad von Oetzendorf, der schon seit Jahren Krieg nicht nur gegen Serbien, sondern auch gegen Italien führen wollte. Aber es war nicht so, dass die Position des Militärs sich über die politische Instanz durchgesetzt hätte. Also wenn zum Beispiel Berchtold und Tischer und die Mitglieder des Ministerrates sich nicht für den Krieg entschieden hätten, hätte auch Konrad von Oetzendorf nichts tun können. Und die dritte Frage würde so eine sehr lange Ausführung bedürfen. Also natürlich 50-50 ist eine unpräzise Bezeichnung. Also ich habe auch Zweifel daran, dass man das wirklich so genau abmessen kann. Also wie stark man für den Kriegsausbruch verantwortlich ist. Aber ich würde schon sagen, dass zum Beispiel die Auswertung der serbischen diplomatischen Dokumente und auch die Auswertung der russischen Dokumente, die schon von der ersten bolschewistischen Regierung veröffentlicht wurden, aber die lange Zeit unbeachtet blieben, doch es erlauben, einen neuen Blick auf diese Krise zu werfen. Ja. Ich würde jetzt wirklich vielleicht noch zwei Fragen, Sie hatten Ihre Hand zuerst, versuchen Sie möglichst kurz zu halten. Ich muss da jetzt so drei Fragen beantworten. Ja, ich wollte Sie fragen, ob Sie vielleicht noch etwas zu sagen wissen über die Haltung Italiens in diesem Juli 14. Ja. Ja. Sie kennen das sicher auch etwas genauer, es war sicher nicht der wichtigste Player, aber es wäre doch interessant, wie da die Tendenzen waren oder auch die Diplomatie. Ja, also Italien war Mitglied des Dreibundes, zusammen mit Österreich und Deutschland. Der Dreibund war aber ein defensives Bündnis, also Italien war nicht gezwungen, in diesen Krieg auf der Seite Österreichs einzutreten, weil Österreich Serbien angegriffen hatte. Italien blieb in einer ersten Zeit neutral und diese Neutralität dauerte auch ziemlich lange. Der Außenminister San Giuliano hatte diese Neutralität ziemlich stark vertreten und dann starb San Giuliano. Herr Winkler, Sie wissen auch, in welchem Monat. Ja, vielen Dank. Am 16. Oktober. Und Außenminister wurde Sidney Sonnino. Und also Italien hatte Verhandlungen mit Österreich geführt, um sich diese Neutralität etwas bezahlen zu lassen. Also Italien hatte territoriale Forderungen an Österreich, also Grenzgebiete, wo Italiener wohnten. Also diese Verhandlungen, die blieben ergebnislos und dann fing Italien parallel an, Verhandlungen mit der Entente zu führen. Und natürlich kann man fremde Gebiete, also man kann großzügiger mit fremden Gebieten sein als mit den eigenen. Und deswegen hatte die Entente Italien also wirklich weitgehende Versprechungen gemacht, also alles versprochen, was Italien von Österreich hätte haben wollen.
Und so wurde der Pakt von London unterschrieben im April 1915 und einen Monat danach trat Italien auf der Seite der Entente in den Krieg. Sind noch Fragen offen? Oder? 30 Sekunden? Schaffen Sie. Ich hätte noch eine historiografische Frage. Ja. Sie haben die Fischer-Kontroverse erwähnt. Ja. Und können Sie vielleicht einige Gründe nennen, weshalb Fischer mit seiner These so großen Erfolg hat in der deutschen Geschichtsschreibung eigentlich bis heute? Ja, das ist eine komplexe Frage. Nein. Die Frage hat 30 Sekunden gedauert. Ja, die Antwort ist keine 30 Sekunden Antwort. Ja, also das war eine Art Durchbruch. Wir sollen uns auch den Zeitgeist vergegenwärtigen. Wir sind hier Anfang, Mitte der 60er Jahre und in ganz Europa brödelt es und in dieser Zeit unter der Jugend. Und also die Studentenbewegung war auch im Entstehen. Und also diese Fischers Thesen, sie waren eine Art frischer Wind in der deutschen Geschichtswissenschaft. Also hauptsächlich die Geschichtsstudenten haben das als befreienden Bruch empfunden. Also eine Art Zäsur mit den deutschen Mandarinen. Also es haben viele Faktoren hier eine Rolle gespielt. Also es waren Thesen, die dieser Proteststimmung sehr gut entgegenkamen. Und ich meine, dieses dieses Septemberprogramm war tatsächlich eine Sensation, also weil die Ziele, die von Bethmann-Hollweg im Septemberprogramm anvisiert wurden, waren wirklich sehr, sehr weitreichend. Aber eben, wie ich vorhin gesagt habe, dieses Septemberprogramm sagt uns nichts über die Juli-Krise. Das wurde aber irgendwie rückblickend interpretiert und man hat von der Radikalität dieser Thesen ausgehend auf die Verantwortung Deutschlands für den Ausbruch des Krieges Schlussfolgerungen gezogen. Ja, aus Gründen der Zeit muss ich hier auch einen Schlussstrich ziehen. Ich möchte Ihnen nochmals ganz herzlich danken, Ihnen allen fürs Kommen. Würde mich freuen, Sie in 2 Wochen wiederzusehen, wenn Frank Schuster über die Situation der osteuropäischen Juden im Ersten Weltkrieg spricht. Und weitere Fragen können Sie ja vielleicht draußen kurz regeln. Wir müssen jetzt drum den Raum räumen. Danke fürs Kommen, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank auf meiner Seite. Haben Sie das ausgeschaltet? Ja.